US-Regierung veröffentlicht UFO-Videos, das zeigen wollen, was sie bereits seit Jahren oder Jahrzehnten verheimlichen. Warum jetzt? Reinhardt sagt, der Druck wird zu hoch und Krümelmonster sagt, pure Ablenkung. Als amerikanische Regierung im Besitz von Raumschiffen ist und dass sie auch im Besitz sind von außerirdischen Körpern. Sie möchten jetzt eben transparenter werden, was UFOs angeht, weil eben der öffentliche Druck nach dieser Anhörung so groß geworden ist. Ein Scheißdreck, Bro. Wenn die was verheimlichen wollen, dann verheimlichen die so lange, wie die möchten. Und die lassen sich von niemandem unter Druck setzen. Vor allen Dingen nicht von irgendwelchen Schwurblern, Bruder. So. Bro. Digga, crazy. Einfach so ein Ball, Alter. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze YouTube-Community. Wir sind wieder live. Ihr hört es, glaube ich, an meiner Stimme. Ich bin leider noch ein bisschen angeschlagen. Vor 2 Tagen lag ich auf dem Bett wie so ein Würmchen, Digi. Hab gezittert und voll Fieber gehabt und so. Heute ist auf jeden Fall schon besser, aber ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Verzeiht mir. Bin energetisch nicht so hoch am Schwingen, aber ich bin trotzdem da, Digga. Herz ist da. Liebe ist da. Geht raus natürlich an die ganze Community. Daumen nach oben da, lasst ein Kommentärchen schreiben. Und zwar heißt das Video vor wenigen Stunden: US-Regierung veröffentlicht UFO-Videos. David Grush-Beweise. Also man hört ja immer wieder, ich habe auch diese Anhörung in den Staaten gesehen, dass die da auch jetzt Anhörungen machen, offiziell. Und immer mehr UFO-Sichtungen und immer mehr Sachen in die Richtung kommen ans Licht. Und ich bin da echt so ein bisschen im Zwiespalt, ob ich das glauben soll. Ob da vielleicht ein Plan dahinter steckt. Wir haben alles schon mal von dem Project Bluebeam gehört. Und da geht es quasi darum, um es mal kurz zusammenzufassen, dass solche Sachen bewusst gestreut werden, damit wir als gesamte Menschheit quasi Angst bekommen und dann eine Weltregierung eingeführt werden kann, weil wir dann mit dieser Weltregierung die Gefahr aus dem Universum bekämpfen können und da alle an einem Strang ziehen müssen. Also da gibt es echt so ein Project Bluebeam. Mehrere Präsidenten der Vereinigten Staaten haben da auch schon mal drüber geredet. Deswegen ist das immer so eine Sache, die bei mir im Hinterkopf ist, wenn es um diese Sachen geht. Aber wir gucken uns das Video mal an. Das ist von Creepy Pasta Punch. Von dem haben wir uns auch schon ein Video reingezogen, glaube ich. Wir gucken es uns mal an, hören mal rein, gucken mal, was die Feelings sagen. Und ja, gerne eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich würde sagen, es geht los. Let's go. I like that. Alles klar, Digga, los. Es gibt wirklich unfassbare Neuigkeiten in Bezug auf die David Grush Alien-Beweise. Denn vor wenigen Stunden, also wirklich komplett aktuell, hat die US-amerikanische Regierung neue Videobeweise veröffentlicht von außerirdischen Raumschiffen, die scheinbar die Aussagen von David Grush unterstützen. Die US-amerikanische Regierung hat nicht nur neue Videobeweise veröffentlicht, die von offizieller Seite gemacht wurden und die nicht erklärt werden können, sondern sie haben auch angekündigt, dass warum in der nächsten Zeit neue Beweise aller Art ans Licht kommen. Lange Zeit wurden ja Leute, die sowas erzählt haben, von wegen hier UFOs oder Aliens, dies, das, bla bla bla, wurden ja quasi als verrückt abgestempelt, auch von der US-Regierung und von den Leuten. Und die haben das alle abgetan und sagen, nein, stimmt nicht, sind irgendwelche verrückten Leute, die irgendeine Scheiße erzählen. Warum ist es so, dass jetzt auf einmal selbst die US-Regierung Videos liegt und das uns zeigt? Weißt du, was warum jetzt? Die Frage stelle ich mir auf jeden Fall. Warum jetzt? Dass sie immer und immer transparenter jetzt werden und der Öffentlichkeit das zeigen wollen, was sie bereits seit Jahren oder Jahrzehnten verheimlichen. Über diese unfassbare Entwicklung in dieser Thematik müssen wir heute einmal sprechen. Dann hau mal raus, mein Jutze. Zunächst einmal ganz kurz, weil ich es ja immer... Reinhardt sagt, der Druck wird zu hoch und Krümelmonster sagt, pure Ablenkung. Vor einem Monat kam es dazu, dass der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter David Grush vor dem Repräsentantenhaus aussagte, dass... Das habe ich mir reingezogen. Ist auf jeden Fall crazy, ne? Also die Jungs, die da ausgesagt haben, die kommen halt schon rüber so, als ob die das ernst meinen. Und das sind halt schon Leute, die auch aus einer bestimmten Position kommen. Also es sind keine Schwurbel-Twitcher, so wie ich oder Kianosch, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Es sind halt offizielle Leute von irgendwelchen Regierungsapparaten und die erzählen halt auf einmal solche Geschichten, so, ne? Wenn man jetzt die Conspiracies anschmeißt, da könnte man sagen, ja, okay, das könnte aber auch alles, vielleicht sind es einfach nur Leute, die das machen sollen.
damit die Glaubwürdigkeit steigt zu diesem ganzen Thema UFOs etc., UAPs. Oder da ist halt wirklich was dran. Ich kann es euch nicht sagen, meine lieben Freunde. Dass die amerikanische Regierung im Besitz von Raumschiffen ist, heile und kaputte, und dass sie auch im Besitz sind von außerirdischen Körpern. Sprich, David Grush sagte aus, Aliens sind real, die US-amerikanische Regierung weiß das auch. Also wenn die real sind und schon mal da waren, dann kann ich mir vorstellen, dass die US-amerikanische Regierung davon Bescheid weiß, auf jeden Fall, und das vor uns verheimlicht, weil die das ja schon bei vielen Dingen auch schon getan haben. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, wenn sowas da sein sollte, dass die das dann von vor uns geheim halten. So. Aber ich bezweifle halt, ob das wirklich stimmt. Weißt du, was ich meine? Ich bezweifle das hart. Kam plötzlich, mitten aus dem Nichts, über einen Monat nach den Aussagen von David Grush, ein offizielles Statement des Pentagons heraus. Die US-amerikanische Regierung hat sich gemeldet und möchte Eingeständnisse bieten. Sie möchten jetzt eben transparenter werden, was UFOs angeht, weil eben der öffentliche Druck nach dieser Anhörung so groß geworden ist, weil so viele Leute mehr wissen wollten, dass sie nun eine eigene Seite gemacht haben im Internet, wo man die tatsächlich echten UFO-Videos ansehen kann. Ja, klar, Digga. Nee, ist klar. Also die US-amerikanische Regierung lässt sich unter Druck setzen vom Fußvolk. Ah jo, Bruder. Ja, genau so ist das, Digga. Ein Scheißdreck, Bro. Wenn die was verheimlichen wollen, dann verheimlichen die es so lange, wie die möchten. Und die lassen sich von niemandem unter Druck setzen. Vor allen Dingen nicht von irgendwelchen Schwurblern, Bruder. Weißt du, was ich meine? Die von eben Militärflugzeugen, Militärsensoren oder Basen gemacht wurden und die trotz mehrfacher Untersuchung von Experten und Wissenschaftlern nicht bestätigt werden konnten, dass sie logischen Ursprungs sind. Sprich, sie haben jetzt eine Seite eröffnet, wo sie brandneue Videos von außerirdischen Raumschiffen hochgeladen haben. Oder es ist viel zu... I don't trust that shit, bro. Diese Videos und das, was diese Seite bietet, wollen wir jetzt genauer einmal reden. Zunächst einmal ein Video, welches derzeit im Internet viel verbreitet wird, ist das Video aus Südostasien. Dort war eben ein amerikanisches Flugzeug unterwegs und ein zweites hatte dieses mit einer Wärmebild- oder Infrarotkamera gefilmt. Und während eben das zweite Flugzeug das andere filmt, sieht man in der Aufnahme auf einmal, wie ein seltsames Objekt, das scheinbar eine Art Atmosphäre um sich herum bilden kann, plötzlich vorbeifliegt und dann nach kurzer Zeit wieder verschwunden ist. Unclassified footage from Mission Report. Unclassified. 15. Januar wann? Und dann nach kurzer Zeit wieder verschwunden ist. 15. Januar 23. So. Bro. Dieses. Wie schwer wäre denn sowas? Ich sag euch, ich bin jetzt mal extrem kritisch, so, ne? Wäre es schwer, sowas zu fälschen? Ich glaube nicht. Und was ich mir auch vorstellen könnte, das wollte ich auch nochmal sagen, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass UAPs, also unbekannte Flugobjekte, die heißen jetzt nicht mehr UFOs, sondern UAPs, I don't know why, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die amerikanische Regierung oder das Militär selbst Flugobjekte gebaut hat, die anders sind als die normalen Flugobjekte und dass es eventuell menschengemachte Dinge sind. So. Weißt du, wie ich meine? Das kann ich mir auch gut vorstellen. Es heißt ja noch lange nicht, dass es von Außerirdischen gemacht oder gebaut wurde oder dass die das hierher gebracht haben. Aber die gehen ja sogar so weit und sagen, dass sie irgendwelche Körper gefunden haben, bruv. Wird in einer anderen Aufnahme dann noch einmal genauer beobachtet. Körper in Man, Alter. Und verfolgt. Und dabei kann man ganz klar erkennen, dass was auch immer dort vorbeifliegt, nichts ist, wofür wir eine logische Erklärung haben. Warum? Warum? Sag mir jetzt, warum es nichts ist, wofür wir eine logische Erklärung haben könnten eventuell. Warum?
Dieses Objekt ist erstmal optisch wahrscheinlich relativ klein. Wir haben es hierbei nicht mit einem gigantischen UFO zu tun, aber trotzdem weiß niemand von eben den Militärs, von den Experten, was dort gefilmt wurde. Es war ein Objekt, das in einer unfassbar hohen Geschwindigkeit flog. Es ist ein Objekt, das von der Form her nicht vergleichbar ist mit einer Drohne oder ähnlichem. Wir wissen nicht, wie dieses Objekt genau sich in der Luft hält, wie es fliegt. Wir kennen diese Technologie nicht. Oder wir sehen nur einen kleinen schwarzen Punkt. So, du siehst doch nicht mal, was das genau ist, oder? Wir wissen nur, dass nach den bekannten Informationen sie zu keinem Militärprojekt der Erde gehören. Rhinox sagt, weil die Sachen machen können, die wir nicht können. Wer? Die unbekannten Flugobjekte? Außerdem können wir. Bruder, man muss immer dazu sagen, so, das US-Militär hat schon Technologien gehabt, die sie uns dann irgendwann erst nach Jahren oder Jahrzehnten zur Verfügung gestellt haben. Also die haben schon immer Dinge gehabt, die wir noch nicht können, in Anführungszeichen, und haben sie dann irgendwann erst dem normalen Volk zugänglich gemacht. Zum Beispiel das Internet, weißt du? Also das war ein militärisches Ding, das haben die vorher schon genutzt. Und dann wurde das quasi fürs Volk, und ich bin mir auch sicher, dass die auch sowas wie Handys und diese ganzen Geschichten auch alles schon vorher hatten. Also das muss man einfach wissen. Und so kann ich mir auch vorstellen, dass die irgendwelche Flugobjekte jetzt schon haben, die wir noch gar nicht haben und die irgendwann dann auch für Normalbürger zugänglich gemacht werden. Drohnen etc. pp. Waren hundertprozentig auch erst ausschließlich fürs Militär zugänglich. Weißt du? Auf den. Dass ein seltsamer Schleier dieses Objekt ummantelt, wo einige Leute der Meinung sind, dass dieser seltsame Schleier vielleicht eine eigene Atmosphäre ist, die dieses Objekt um sich herum erschaffen kann. Eine Art Schutzmantel vor eben Strahlung, Krankheit oder ähnliches. Das bedeutet also, dieses eine Video alleine zeigt erneut, ähnlich wie die Videos, die 2021 veröffentlicht wurden, UFOs, die nicht klassifiziert, die nicht eingeschätzt werden können. Natürlich sagt die US-Regierung nicht, das ist ein Raumschiff, das sind Aliens. Sie geben aber zu, dass sie keinerlei logische Erklärung haben, was dort gefilmt wurde. Und aha, dann gibt es noch ein weiteres Video, und zwar ein Video aus dem Nahen Osten. Dort wurde eigentlich der Boden gefilmt, dort wurden Leute beobachtet, als auf einmal ein seltsames, sphärenförmiges, silbernes Objekt vorbeifliegt. Erneut, scheinbar relativ nah über dem Boden, in einer extrem hohen Geschwindigkeit, fliegt ein seltsamer Orb, wenn man es denn so nennen will, ein Raumschiff scheinbar durchs Bild und kann noch einige Zeit von den Kameras dieser Drohne, die das Ganze überwacht hat, beobachtet werden. I don't know, Digga, ich sag dir ehrlich. Digga, was ist das denn? Seht ihr das? Digga, crazy. Einfach so ein Ball, Alter. Aber was das sieht so aus. Weiß ich nicht, Digga. Bro, I don't know. Erneut, mitten aus dem Nichts, ein weiteres UFO, ein weiteres seltsames Objekt, wo auch jetzt wieder die amerikanische Regierung zugegeben hat, ja. Wer weiß, was die für Arten von Drohnen schon haben? Wir wissen nicht, was das ist. Und diese Aufnahmen wurden nicht vor 30 Jahren oder im Jahr 2000 gemacht. Diese Aufnahmen wurden erst vor wenigen Monaten erstellt. Die eine Aufnahme stammt aus... Ja, die kommen alle auf einmal jetzt. Auf einmal jetzt gibt's 1000 Aufnahmen von der USA. Ja, nee, ist klar. Januar diesen Jahres und die andere Aufnahme aus 2022. Und der Scheiß wird eigentlich auch nur in den USA diskutiert. Also... Das ist ja nur in den Staaten machen die diese Anhörungen und da gibt es dann Leute, die darüber berichten und US-Militär und kein anderer auf der ganzen Welt ist da irgendwie involviert, nur die USA. Ist auch ein bisschen dubios, oder? Es gibt noch eine weitere Aufnahme von einem Militärstützpunkt der US-Amerikaner, wo erneut ein seltsames Objekt gefilmt wurde, das man nicht zuordnen konnte, das aus dem Nichts aufgetaucht ist und auch genauso schnell wieder verschwand. Erneut, die Leute, die da arbeiten beim Pentagon, die Geheimdienste, haben keine Erklärung, was diese Videos zu bedeuten haben. Dies sind unfassbare Neuigkeiten. Denn viele Leute hatten gesagt, wenn...
er übertreibt voll, ne? Stimmt, was David Grush sagt. Dann würde die US-amerikanische Regierung doch am liebsten Stillschweigen bewahren, es sei denn, der Druck der Öffentlichkeit wird zu groß. Und genau das jetzt ist für sehr viele Leute der Beweis, dass der Druck der Öffentlichkeit zu groß geworden ist. Immer und immer mehr Leute wollen mehr wissen. Es gibt Leute, die alles genauer recherchieren, die eben versuchen, mehr herauszukriegen. Und vor allem haben wir erfahren, dass der Kongress, dass also die US-Regierung selbst, die Politiker, die nicht eingeweiht sind in solche geheimen Dinge, Druck auf das Pentagon, auf die Regierung ausüben, dass sie mehr wissen wollen. Das Pentagon hat eben jetzt Druck von zum Beispiel dem Repräsentantenhaus, von dem Kongress, weil diese Politiker bemerkt haben, dort wird irgendetwas vor uns verheimlicht. Nicht jeder Politiker, egal wie groß oder klein, wird eingeweiht über jedes einzelne Geheimnis der USA. Aber wenn sie dann bemerken, dass da irgendeine Bedrohung sein könnte, wie David Grush sagt, eine Bedrohung für uns Menschen und diese Bedrohung wird aktiv von uns ferngehalten und verschwiegen, dann ist es natürlich auch in deren Interesse, dass das Ganze ans Licht kommen soll. Und weil eben die Öffentlichkeit und eben die Politik Druck machen, kommen jetzt immer mehr Informationen ans Licht. Und das Pentagon hat sogar bekannt gegeben, dass diese Website noch erweitert wird. Demnächst werden auf dieser Website weitere Fotos und weitere Videos online kommen von neuen Raumschiffen, von neuen UFOs, die nicht genauer erklärt werden können. Außerdem soll diese Website eine Möglichkeit bieten für eben Mitarbeiter der USA, für zum Beispiel Leute der Air Force, für Leute des Geheimdienstes, damit sie einen Ort haben, wo sie ihre Sichtung erzählen können. In der Vergangenheit hatten viele Mitarbeiter des US-Geheimdienstes oder eben von zum Beispiel dem Militär gesagt, dass sie gruselige Dinge gesehen haben, aber als sie das öffentlich machen wollten, wurden sie bedroht bzw. es wurde ihnen damit gedroht, dass sie ihren Job verlieren können. Dieses Problem wollen die USA jetzt scheinbar lösen, indem sie eben genau diesen Leuten eine Möglichkeit geben, der Öffentlichkeit vollkommen ungehindert die Informationen zu geben, die sie eben gerne teilen wollen. Oder die sind gekauft von der Regierung und werden extra platziert, um uns weiszumachen, dass es gerade wirklich was gibt, damit wir zusammenhalten müssen, eine Weltregierung einführen und sagen, ja, okay, wir machen jetzt, was ihr sagt, weil wir werden bedroht von irgendwelchen Aliens. Es ist eine Theorie, aber es könnte auch möglich sein. Deswegen immer schön die Augen und Ohren offen halten, meine Jutzten. Sie dabei natürlich wirklich alles sagen dürfen, ob sie alle Informationen über Raumschiffe teilen dürfen, ist fraglich. Auch wenn jetzt Videos ans Licht kommen, die gruselig sind, die scheinbare UFOs zeigen, kann es trotzdem durchaus sein, dass die wirklich gruseligen Videos, wo man ganz klar UFOs perfekt erkennen kann, immer noch unter Verschluss gehalten werden. Manche Leute befürchten, dass eben jetzt diese Videos, die relativ nichts sagen, beziehungsweise so sind wie die, die wir kennen, nur veröffentlicht werden, damit wir nicht nach den richtig krassen Videos fragen. Ob es diese richtig krassen Beweise allerdings gibt und ob wirklich solche Beweise veröffentlicht werden würden von der US-Regierung, ist relativ fraglich. Dazu haben wir einfach keine Beweise. Aber es könnte durchaus sein, dass dies erst der nächste Schritt ist in dieser ganzen Situation, wo weitere Beweise bekannt gegeben werden. Und vielleicht kommt es tatsächlich bald dazu, dass auch richtige Beweise von echten Außerirdischen uns gezeigt werden. Ich fand dieses Thema extrem krass und wenn... Von echten Außerirdischen, mein Lieber. ...wollt, halte ich euch gern weiter auf dem Laufenden. Bro, die können alles faken. Schreibt mir gern die Kommentare. Sag ich euch ehrlich, wie es ist, Alter. Die haben sogar gefaked, dass die auf dem Mond gelandet sind. Also, ich traue denen alles zu. Deswegen immer schön skeptisch. Immer schön skeptisch bleiben, meine lieben Freunde. Ich bin da skeptisch, sage ich dir so, wie es ist. Und wenn auf einmal ein Alien-Bild auftaucht, so, dann würde ich das auch ganz kritisch hinterfragen, meine lieben Freunde. Ganz kritisch. Weil es wurde schon einiges getan. Ne? Da bin ich auch gern der Verschwörungsschwurbler, der irgendwie, keine Ahnung, hat dann glaubt, dass überall irgendwas dahinter steckt. Aber bei solchen Geschichten, wenn du vor allen Dingen von Bluebeam schon gehört hast und so, dann ist es einfach sehr dubios. Wer dazu sehen wollt und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss. Ich küsse deine Zirbeldrüse. Es war auf jeden Fall ein spannendes Thema, mal sich damit so auseinanderzusetzen, mal zu gucken, was für Videos da veröffentlicht wurden und so. Aber auch mit dieser ganzen Homepage-Geschichte und dass sie da jetzt wirklich dann auch der breiten Masse, weil die angeblich unter Druck sind, jetzt die Dinge zeigen müssen. So arbeitet die US-Regierung nicht, meiner persönlichen Meinung nach. Das ist nicht deren Stil. Nur weil die Bevölkerung etwas unbedingt wissen möchte, zeigen sie es uns nicht oder sagen es uns nicht so. Weißt du?
weiß ich nicht. Also was sagt ihr dazu, meine lieben Freunde? Gerne mal jetzt in den Chat reinhauen und bei YouTube unten in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung zu dem Thema. Liebe geht raus an die ganze Community. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Peace out.